Bielefeld, nach dem Schnee- und Eischaos auf der A2 in der Nacht zum Dienstag warnt die Polizei erneut vor dem Befahren dieser Autobahn und auch vor der A30. Es gilt, die A2 weiterhin großräumig zu meiden. Die Fahrbahndecke ist noch immer in weiten Teilen schneebedeckt und vereist. Durch die niedrigen Temperaturen ist der Einsatz und die Wirkung von Streumitteln eingeschränkt, so die Polizei in Bielefeld am Dienstag. Das gelte auch für die A30. Es bestehe die Gefahr, dass der Verkehr in der Nacht zum Mittwoch erneut zum Erliegen komme. Wegen eines liegengebliebenen Streufahrzeugs des Winterdienstes wurde bereits eine Zufahrt nahe Bad Salzuflen gesperrt. Die Nacht zum Dienstag hatten viele Auto- und Lkw-Fahrer unfreiwillig bei klirrender Kälte auf der Autobahn 2 verbringen müssen. Der Stau war dutzende Kilometer lang. Einige Lkw hatten sich nicht an das Fahrverbot gehalten. Durch die Eisschicht auf der Fahrbahn fuhren sie sich an einer sehr leichten Steigung fest, blockierten die Autobahn und brachten den Verkehr zum Erliegen. Am späten Dienstagnachmittag floss der Verkehr dann langsam wieder. In der Nacht zum Mittwoch meldete die Polizei, der Stau auf der BAB30 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen Bad Oeynhausen und der Anschlussstelle Löhne, löst sich langsam auf. Sinkende Temperaturen und die glatte Fahrbahn erschweren jedoch weiterhin die Fahrt an vielen Stellen der A2. Aufgrund der Witterung kann es auch nach wie vor zu Verkehrsstörungen durch liegengebliebene Fahrzeuge kommen. Wie geht's weiter mit dem Wetter? Wohin zieht der fiese Riese als nächstes? Alle Entwicklungen finden Sie im Bild Live-Ticker. Just tell me if I'm fine.